Okay, hallo. Hallo, Henrik. Warum Sie den Verein gewechselt haben? Warum ich den Verein gewechselt habe? Ja. Ich habe den Verein gewechselt, weil ich für mich persönlich denke, dass Bremen ein größerer Verein ist als Freiburg. Und ja, dass ich eine große Herausforderung habe, einen großen Verein dabei mitzuhelfen, wieder ja, daran anzuknüpfen, wo er in der Vergangenheit war. Sprich, dass er dann nicht immer gegen Abstieg spielt, sondern uns irgendwann mal im gesicherten Mittelfeld bzw. auch nach oben in der Tabelle orientieren. Cedric Makiadi am Kickertelefon. Der Kongolese war der Lieblingsspieler von Trainer Robin Dutt. Eingewöhnungszeiten befürchtet er nicht. Ja, ich bin von der Mannschaft gut aufgenommen worden. Ich kannte ja, bevor ich hierher gekommen bin, die Spieler ja nicht persönlich, sondern ich habe immer gegen die gespielt. Man kannte sich auf dem Platz als Gegner. Der Einzige, den ich kannte, war der Asani Lukima. Den kannte ich persönlich aus der Nationalmannschaft. Aber mittlerweile bin ich jetzt schon 2 Wochen hier in der Mannschaft und ich verstehe mich gut mit den Jungs. Bin gut aufgenommen. Für eine festgeschriebene Ablöse von geschätzten 3 Millionen Euro hat ihn der SV Werder aus seinem Vertrag in Freiburg herausgekauft. Nicht eben wenig, wenn man bedenkt, dass der Spieler bereits 29 Jahre alt ist und der Verein eigentlich sparen muss. Aber in der Bremer Fußballwelt ist man sich sicher, dass Makiadi genau der ist, der im defensiven Mittelfeld gefehlt hat. Ich habe natürlich das Vertrauen in mir, dass ich diese Vorgabe von den Verantwortlichen umsetze. Und da werde ich natürlich versuchen, ja, immer gute Leistung zu bringen und auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Mannschaft zu sein. Als Nationalspieler seines Landes soll Makiadi das junge Bremer Team anführen und dabei helfen, insbesondere das Weserstadion wieder zu einer Festung zu machen. Dabei hat er eine klare Zielvorgabe. Ich hoffe natürlich, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und dass wir mit diesem Thema, was man hier im letzten Jahr hatte, dem Abstiegsthema, nicht zu tun haben werden. Aber dafür gilt es, dass wir erstmal noch